Hallo, heute geht es um Hinweise zu Wechselspannungsmessungen und Wechselstrommessungen mit digitalen Multimetern. Der Anlass für dieses Video ist eine etwas merkwürdige Strommessung auf einem anderen YouTube-Kanal und die anschließende Diskussion dazu. Aber mehr nach dem Intro. In dem anderen Video, den Link findet ihr unten in der Beschreibung, geht es um folgenden Versuch. An 220 Volt Wechselspannung ist über einen Schalter und ein Ampermeter eine LED-Lampe angeschlossen. Wenn der Schalter geöffnet ist, werden 21 mA angezeigt, wenn der Schalter geschlossen ist, werden 50 mA angezeigt. Auf meinen Hinweis, dass doch da etwas nicht stimmen könnte, wenn da schon ohne Strom 21 Milliampere angezeigt werden, wurde mir entgegnet, dass es technologiebedingt an dem Multimeter läge. Außerdem stellt sich die Frage, fließen im eingeschalteten Zustand 50 Milliampere oder 50 minus 21 Milliampere oder ganz was anderes? Nun folgt meine Sicht der Dinge, was technologiebedingt ist, was nicht technologiebedingt ist, und schließlich werde ich die Messung wiederholen und zeigen, dass das wesentlich besser geht. Zunächst zum technologiebedingten Teil. Der Generator in unserem Wechselspannungsnetz ist mit einer Seite mit der Erde verbunden und mit der anderen Seite geht es über die Leitungen zu den verschiedensten Verbrauchern. So baut sich im Raum ein mehr oder weniger starkes 50 Hertz Wechselfeld auf. Und die Messleitungen bilden zur Umgebung kleine Kondensatorplatten wie hier und hier, sodass man sich folgendes Ersatzschaltbild vorstellen kann: Wechselstromgenerator, ein sehr kleiner Kondensator, ein extrem hochohmiger Innenwiderstand vom Messgerät, ein kleiner Kondensator und zurück zum Wechselspannungsgenerator. Damit ergibt sich ein kleiner Spannungsabfall am Innenwiderstand von dem Messgerät. Der kann so einige 10 Millivolt bis einige 100 Millivolt je nach Messgerät und Umgebungsbedingungen sein. Sobald wir die Messspitzen kurzschließen, geht in der Regel die Spannung auf das Grundrauschen von dem AD-Wandler zurück, weil wir hier so einen Kurzschluss haben und damit kein Spannungsabfall an dem Messwiderstand entsteht. Wenn man das Messgerät im Wechselspannungsbereich hat, also hier AC, und hat offene Leitungen, dann kann es technologiebedingt kommen, dass man so einige 10, 20 Millivolt hier im untersten Bereich sieht, vielleicht bei manchen Messgeräten sogar einige 100 Millivolt. Das ist dadurch bedingt, je nachdem, wie weit man von irgendeiner 220 Volt Leitung weg ist, koppelt sich auf diesen Leitungen dann die Spannung ein, weil das Messgerät mit einem extrem hohen Eingangswiderstand auch kleine Spannungen hier anzeigen kann. Das Ganze ist aber so bald vorbei, wenn wir den Stecker hier schließen. Und wir haben einen Kurzschluss und schon sind wir bei dem Messgerät üblichen 1-2 Digits Messfehler an der untersten Stelle. Auch mit verdrillten Leitungen kann man diesen Einkoppeleffekt minimieren. Man stelle sich vor, diese obere Platte hier wird in der Wechselspannungsbereich gerade positiv, dann würde hier ein positiver Belag entstehen und hier ein negativer und hier in diesem Abschnitt gerade umgekehrt, hier der positive und hier der negative und wenn genügend Windungen vorhanden sind, dann wird die Summe dieser Störungen sehr minimal sein. Das gleiche gilt übrigens auch für die Spannungen, die in diesen Schleifen hier und hier durch Magnetfelder entstehen. Da sie entgegengesetzt gewunden sind, heben sich auch diese induzierten Spannungen auf. Hier das Messgerät mit offenen, verdrillten Leitungen. Nun zur Wechselstrommessung. Dazu müssen wir wissen, dass in einem Multimeter die Strommessung auf eine Spannungsmessung an einem Vorwiderstand zurückgeführt wird.
Intern ist der Strombereich wie folgt aufgebaut. In der Regel befindet sich eine Vorsicherung, die vor Überstrom schützt, dann der Messwiderstand und an dem Messwiderstand wird die Spannung gemessen. Dieser Messwiderstand hat je nach Strombereich einige zig Milliohm bis einige hundert Ohm. Dieser geringe Innenwiderstand verhindert genauso wie der Kurzschluss, dass hier Störspannungen sichtbar werden. Unser Amperemeter mit offenen Messleitungen zeigt also im Grundzustand nur das Messrauschen des AD-Wandlers, in der Regel ein oder zwei Digits an der letzten Stelle an. Schließlich nochmal zu dem Versuch. Wir werden den Versuch aufbauen und wenn der Schalter offen ist, werden wir nur dieses Grundrauschen vom Messgerät sehen und sobald wir den Schalter schließen, werden wir das richtige Messergebnis sehen. Hier unser Messaufbau. Wir kommen von den 220 Volt von einer Leitung, gehen über die rote Leitung zum Ampermeter, vom Ampermeter über die gelbe Leitung in die LED-Lampe und von der LED-Lampe über die schwarze Leitung zurück zu den 220 Volt-Anschluss. Das Ampermeter ist auf 400 Milliampere Wechselstrom eingestellt. Hier sehen wir, dass es auf Wechselstrom eingestellt ist. Nun zur Messung. Damit wir das Messergebnis auch besser sehen können, schalte ich noch die Beleuchtung vom Multimeter ein. Und ich schalte jetzt. Wir sehen, die Wechselstrommessung zeigt nur auf den untersten Stelle ein oder zwei Digits an. Und ich schalte jetzt die Spannung ein. Und wir können sehen, dass wir einen Wechselstrom von 63,9 Milliampere haben. Dunkel mal hier ein bisschen ab, dann sieht man das besser. Hier nochmal eine kleine Zusammenfassung mit Tipps für gute Messungen. Wähle immer den kleinstmöglichen Messbereich, in dem du das Signal noch messen kannst. Damit wird dieser Zahlenwert im digitalen Multimeter sehr groß und der Fehler entsprechend klein. Verdrill die Messleitungen. Bau den Versuch möglichst weit von störenden Stromleitungen weg, aber auch an Lampen, Verlängerungskabel, Steckdosenleisten oder Anschlussleitungen von Laborgeräten denken. Und bau den Versuch möglichst weit von Magnetfeldern entfernt auf. Da sind die Quellen Labornetzteil, Steckernetzteile oder die Netzteile in den Messgeräten. Und zu guter Letzt, wenn du gemessen hast, überlege, ob diese Messergebnisse praktisch sinnvoll sind. Was bedeutet das, wenn du einen Strom misst, ohne dass das Gerät eingeschalten ist von 21 mA und einen Strom misst von 50 mA im eingeschalteten Zustand? Was kannst du mit diesem Ergebnis anfangen? Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, dann aktiviert noch die Glocke. Bis demnächst auf meinem Kanal. Ciao!